Da 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 la da 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 da. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ja, halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockte Sims 4 und heute definitiv familienadäquat. Ja, heute ist der Tag der Tage. Heute ist Heiligabend. Ja, ja, heute ist es soweit. Ja, und was machen wir natürlich Heiligabend? Ja, Eke natürlich. Ja, was will ich natürlich machen Heiligabend? Außer so kurz mal da so verspitzt hochgucken. Was ist denn da oben? Was ist denn? Ach, unsere Mama. Tja. Die wusste auch, was immer so Heiligabend sich gehört. Genauso wie unser Papa. Ja? Und dabei, da sind die beiden auch nochmal so zusammen. Ja? Ja, ein alter Familienstammbaum, den unsere Familie schon so vorzuweisen hat. Ja, was habe ich vor? Ich habe eine ganze Menge vor. Ich will natürlich heute, das machen wir dann einfach mal, wir gehen ans Telefon. Und ich möchte natürlich sozial. Und wir machen ein gesellschaftliches Ereignisplan. Klingt jetzt unheimlich aufwendig. Aber eigentlich ist es das, was unendlich viele Familien diese Tage machen. Unendlich viele Familien. Ist der Wahnsinn, wie viele Familien das machen. Ein gesellschaftliches Ereignisplan. Hallo, das hier hört ja schon dazu. Ist doch normal. So, Hipsory. Da bin ich an der Hörmuschel dran und plane jetzt ein gesellschaftliches Ereignis. Oh, das ist so der Wahnsinn. Ich freue mich schon tierisch darauf. Oh Mann, das wird der Hammer ohne Ende. So, was ist los? Der quatscht und quatscht, komm. Also so langsam bin ich in Real Life auch nicht, dass ich so ewig lange da rumknacksche wegen ein gesellschaftliches Ereignis. Oh, bin Duba. Was ist denn los hier? Warte mal, mach mal mit dem Essen hier mal Ende erstmal. Komm, damit du hier ein bisschen zu der Pötte kommst. Es kann nie wahr sein. So, es geht los. Ah, es ist die Hölle. Gut, was wollen wir machen? Wir könnten eine Hausparty machen. Ist eine Prestigeveranstaltung, aha. Wir, was ist denn hier Prestigeveranstaltung? Die erfolgreiche Ausrichtung von Prestigeveranstaltungen bringt dir Ziele und aufregende Belohnung ein. Na jo, die aufregenden Belohnungen sind mir eigentlich jetzt mehr oder weniger Würstchen, sprich Würstchenparty. Was haben wir denn noch? Gruselparty definitiv nicht. Hochzeit ist es auch nicht. Gala-Abendessen. Was ist denn da? Veranstalter ein unglaubliches Abendessen mit kulinarischen Köstlichkeiten und aufregenden Tischgesprächen. Engagiere einen bekannten Caterer oder gib eine Kostprobe deiner eigenen Fähigkeiten. Ups, da läuft die ganze Zeit Musik noch andere. Ja. Ein neues Objekt. Was hätten wir denn da für die Küche? Na, ich weiß nicht. Also entweder machen wir das als Gala-Essen oder wir nehmen als Hausparty. Was haben wir hier? Was gibt's bei Hausparty für, werde zum Stadtgespräch. Mach deine Nachbarn neidisch mit Speisen vom Catering-Service und köstlichen Getränken. Vielleicht lädst du sogar ein paar von ihnen ein. Ja, ein Elektroobjekt. Ja, ist jetzt auch nicht so der Hammer. Ich würde mal sagen, wir machen daraus ein Gala-Essen. Das passt am besten jetzt zur Familie. Guckt euch alleine mal die Tafel hier an. Ne? Es ist definitiv mehr ein Gala-Essen. Gut, Gastgeber, Gastgeberin. Ja, dreimal dürft ihr raten, wer das ausrichtet. Natürlich ich. Also, irgendjemand muss das ja machen. Das ist sozusagen ja der gute alte Opa. Der richtet das Ganze aus. Und dann wollen wir mal unsere Gäste einladen. Wir laden folgende Gäste ein. Maya Müller. Kitami. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Also, wie viele Leute kenne ich denn hier mittlerweile? Das ist ja schon abnormal. Kima. JD. Nadia. Mal weiterschauen. War's das?
Ja, genau, die beiden Elfen noch. Das müsste alles doch sein. Machen wir jetzt mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 und ich selber bin der 8. Passt. Passt. Ich guck echt nochmal nach. Ich will ja keinen auslassen. Also, 1, 2, 3. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist denn der Herr Jansen vielleicht schon verfügbar? Schauen wir mal. Ist denn der Herr Jansen durch hier schon verfügbar oder eher noch nicht? Ich habe eher das Gefühl, noch nicht. Dominik Jansen, wo ist er denn? Nö, ist noch nicht verfügbar. Okay. Gruppen, Romantik, Haushalt, Freunde, alle. Ah, okay. So, dann ein Caterer. Ich kenne hier keinen Caterer oder was. Wisst ihr was? Das machen wir ohne Caterer. Gut, das haben wir. Dann noch einen Ort wählen. Jetzt hat die Musik hier aufgehört, das heißt, ich kann meine eigene Musik machen. Oh, guck mal, hier sieht man es da mal richtig schön winterlich, die Landschaft hier. Also, so, die Quantum-Residenz, da haben wir es. Ja, das ist schön, da kann man sagen. Hier ist dann nochmal von unserem Dark Lord die Hütte. Hüttenzauber, Zauberhütte, Jedi the Dark Lord. Dann hätten wir hier nochmal... Da steht auch Quantum Residenz. Ist eigentlich falsch. Müsste ich noch ändern. Und dann ist ja auch noch mal Quantum Residenz. Ist auch völlig falsch. Da muss ich mir noch Namen einfallen lassen. Ne? Eigentlich müsste hier Elfenhügel stehen. Weiß nicht. Ich bin da irritiert. Warum steht da nicht Elfenhügel? Okay. Gut, wir wollen es aber hier bei der Quantum-Residenz machen. Mhm. Bei der richtigen Quantum-Residenz. Machen wir okay. Und da kommen jetzt alle an, die ganze Familie. Wow, so, wo sind sie? Hauptziel, Gäste zum Essen rufen. Sims gleichzeitig Musik hören lassen. Gruppenmahlzeit zubereiten. Okay, die Gruppenmahlzeit bereitet mal sie hier zu. Das heißt, ein Gommard, schnelle Mahlzeit. Kochen? Nee, gibt's das nicht anders? Personal. Jetzt muss ich echt mal gucken hier. Nö, das ist das wohl so. Ein Gourmet-Menü. Brunchen. Das müsste Brunchen sein, wa? Ja, Caprese. Wir haben erstmal hier so ein kleines Etwas. Caprese-Salat. Da heißt, wir werden hier mal ein Brunchen. Und da sind schon die ersten Gäste gekommen. Oh, das ist geil. Guckt euch mal an, wer hier alles kommt. Oh, unsere Elfen kommen und die kommen. Und es kommen hier alle an. Sind jetzt hier alle schon da? Es ist ja krass, das füllt sich die Hütte. Also, Tiamant, ey, kommt richtig gut rüber in sein Rot. Der passt hier richtig gut in die Deko rein. Ha? Unser Dark Lord fehlt noch. Wo ist unser Dark Lord? Bin ich blind oder was? Wo ist unser Dark Lord geblieben? Ich glaube, da ist er. Ich wollte schon sagen, wo bleibt denn unser Dark Lord hier? Ja? Unser guter alter Jedi. Ha? Gut, Feinschmockfähigkeit. So, was soll man denn überhaupt alles machen? Ich muss mal gucken. Sims gleichzeitig Musik hören lassen. Okay. Gastgeber mit Gästen Kontakte knüpfen. Mhm, das kriege ich hin. Das sollen wir mal machen. Das heißt, ich werde das hier mal abbrechen. Werde mal bitten zu gehen. Nein, fürs Kommen danken. Dann können wir das dann natürlich auch machen. Fürs Kommen danken. Das geht eigentlich ganz gut von der Leber. Die beiden Elfen sind hier noch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt.
Massage. Okay, das haben wir geschafft. Okay, dann hat sich das erledigt. Geschichten erzählen. Okay, dann machst du das hier mal. Mehr Auswahl. Freundlich. Geschichte erzählen. Mama, jetzt muss ich mal kurz mal Pause machen, bevor die Zeit wegflötet, weil ich immer diese ewig lange suche. Geschichte erzählen. Wo haben wir das hier? Mehr Auswahl. Freundlich. Dramatische Geschichte erzählen. Dann lass das hier mal machen. Gut. Gruppenmahlzeit. Hat es irgendwie nicht geklappt. Okay, dann machen wir es normal anders. Das heißt, wir machen hier mal über Kochen. Gruppenmahlzeit. Hier, Partygröße. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Maya Müller himself kann das hier mal weglegen, das Essen. Sonst ist es ja schade, weil es vergeht. So, dann wollen wir mal gucken, dass das hier klappt. So, Geschichte erzählen hat geklappt. Sehr schön. So, wo bin ich? Wo bin ich selber? Aha, ich komme gerade von dort. Ich kann also den Elfen mal hier mal. Genau, Elfengeschichten erzählen ist immer sehr schön. Komplimente, Lotus, Aromatherapie bitten. Oh Gott, ey. Was die alles können hier. Freundlich. Das ist es nicht. Fesselnde Geschichte erzählen. Genau, machen wir das mal. Ich finde gerade sehr schönes Bild so. Guckt euch das mal an, wenn ihr so hier sind. Ja, ja. Einfach mal so Familie zusammen. Ist das doch tolle Sache, ja? Es ist schön. Es ist einfach schön. So. Dann kann er eigentlich noch eine weitere Geschichte erzählen. Mehr Auswahl, freundlich, Karrierefragen natürlich nicht. Fesselnde Geschichte erzählen. Was macht er hier noch? Plaudern, auch noch eine fesselnde Geschichte, okay. Gruppenmahlzeit zubereiten, irgendwie hat das nicht geklappt bis jetzt. Ach, sie ist noch dabei. Sie ist ja noch gar nicht fertig. So, Maya Müller, sie darf's. Ich wollte gerade sagen, Maya Müller darf hier mal wegräumen. Okay, das hat geklappt. Dann Gäste bitten mal zum Essen. Das heißt, zum Essen rufen. Sims gleichzeitig essen. Ja. Yeah. Das sollte ja klappen, ne? Party on, wie man so sagt. Juhu! Yeah! Alter Falter, das ist jetzt aber schnell hochgeschossen, ne? Das ist... So, dann wollen wir hier mal gleichzeitig Musik hören. Lautstärke. Mehr Auswahl. Was haben wir? Musik hören. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, wie wir die Musik hören lassen können. Zuhören. Machen wir das natürlich auch. Musik hören? Gibt es hier nicht einfach normales Musik hören? Mehr Auswahl? Musik hören, ja. Und er dann hier auch hier Musik hören. Genau, Musik hören. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen irritiert. Nachspeise zubereiten. Müssen wir dann auch noch gleich zaubern? Okay, das hat geklappt. Dann kann sie hier mal eine Nachspeise machen. Was ist denn da los? Obstsalat essen. Oh Gott, die Arme ist ja gehetzt hier ohne Ende. So, Nachspeise. Nachspeise zubereiten. Kochen. Kochen wir mal eine Nachspeise. Zuckerfeier. Das ist nicht wirklich Nachspeise, oder? Zucker sowieso. Tacos. Gruselkekse. Zu Weihnachtszeit? Ich weiß nicht. Wir können hier nochmal sowas machen. Schokoflex-Kekse.
Machen wir nochmal sowas. Gut, und wir sehen uns morgen wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir das noch ein bisschen durchkriegen hier mit dem Erfolg. Und vor allen Dingen, was hier passiert. Und ja, in dem Sinne euch einen schönen Heiligabend. Lasst euch schön beschenken. Verbringt nette Momente mit eurer Familie. Und so wie bei den Quantums halt auch, weil ich halte mal für euch die Szene mal ein bisschen so an. Ja, guck mal. So kann das echt sein. Ja, das ist doch toll. Ja, die Familie einfach mal so zusammen. Sind zwar alle ausgezogen, mehr oder weniger, aber so mal alle doch. Ach, hier. Ich krieg's alle schwierig rein. Die verteilen sich auch ein bisschen so hier in den Zimmer. Mann, es ist wirklich gar nicht einfach, die einzufangen. Tja, man will mal eine große Aufnahme machen von alle zusammen, aber es ist ja nicht so einfach. Naja, so müssten wir sie haben, so theoretischerweise, oder? Naja, gut. Den Sinne euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.